Reisevlog. Ja, liebe Leute, wie geht's euch? Ich bin am Weg zurück von, wo war ich überhaupt, Weiz nach Wien endlich. Freitag, ich darf wieder mal nach Hause fahren. Juhu! Heutiger Tag war ganz gut. Ich habe übrigens darüber nachgedacht, sehr lange über das, was der Professor gestern gesagt hat, über den Inhalt. Also, dass die Art vom Professor gestern, was ich im gestrigen Vlog erwähnt habe, total beschissen war. Dürfte klar sein. Aber inhaltlich war es dann doch spannend, dass ich darüber nachgedacht habe, ob nicht die Kreditvergabe der Bank unmittelbar zu einem Gewinn der Bank führt, weil die Bank die zukünftigen Kreditzahlungen schon als Forderung in diesem Jahr, wo sie den Kredit vergibt, einbucht und damit ihren Bilanzgewinn erhöhen kann. Eine spannende Frage, ich habe sie auf Facebook gestellt und da sind immer die ganzen Geldexperten, die dann wusch aufeinander stürzen und jeder glaubt, er hat die Wahrheit gepachtet. Es ist immer recht spannend, das so anzuschauen und da bin ich jetzt gespannt, was die so sagen. Aber es deutet viel darauf hin, dass das tatsächlich der Fall ist, dass Kreditvergabe unmittelbar einen Bilanzgewinn sogar darstellen kann. Scheint er recht gehabt zu haben, der Professor, auch wenn die Art, es zu sagen, vielleicht nicht die freundlichste war. Diesmal schlage ich ihn, die Fassel auf, hast du dich verlassen, du! Egal, ich fahre Südautobahn nach Wien. Endlich wieder zu Hause angekommen. Wochenende, tut gut wieder da zu sein. Ich bin ein bisschen erschöpft von der Herumreiserei, von der Vortagstätigkeit. Einfach auch froh wieder in Wien zu sein. Eh nur für 2 Tage, weil am Sonntag geht's nach Krieglach oder irgendwo hin auf jeden Fall. Geht mir schon ein bisschen auf die Nerven. Ja, ich hatte ein cooles Telefonat mit dem Helmut. Helmut? Oh Gott, auf Deutsch ist das ja noch blöder. Mit dem Helmut über Patreon for Change und wie ihr wisst, also schaut den aktuellen Vlog for Change, den ich jetzt gleich online stellen werde wahrscheinlich. Link ist nicht irgendwo in der Description. Weil, wie ihr wisst, an Patreon for Change, wir arbeiten sehr lange dran und das mit dem Programmieren, das hat ja nicht so gut geklappt. Und jetzt waren wir ein bisschen so am Überlegen, wie gehen wir weiter strategisch, okay, wie tun wir's. Und sind auf ein paar echt coole Punkte gekommen, die wirklich, also es war ein super Telefonat mit dem Helmut, die wirklich mich motiviert haben, einfach da weiter zu tun. Einfach so cool, wenn man an dem arbeitet und dann wirklich so nicht konvergent, sondern divergent denkt und wirklich mal schaut, was gibt es überhaupt für andere Lösungsmöglichkeiten. Wenn A und B nicht geht, naja, vielleicht gibt es noch C und D und E. Und diese Fähigkeit zu trainieren und das anzuwenden, das ist wirklich das, was mir Spaß macht am unternehmerischen Handeln. Und jetzt haben wir ein paar mögliche Lösungen gefunden, die alle sehr spannend klingen. Genau das werde ich jetzt noch nicht verraten, weil wir uns da selber noch nicht genau sicher sind, was wir tun werden. Aber es ist auf jeden Fall
cool, dass man so, da ist die Barriere, es geht nicht weiter. Was machen wir jetzt? Gehen wir den Weg? Gehen wir den Weg? Also, das taugt mir am Arbeiten am Pattern for Change. Morgen, also für euch heute, ist übrigens der Pioneers of Change Summit. Da ist irgend so ein Treffen und da werde ich hingehen. Auf das freue ich mich auch schon sehr und werde auf jeden Fall davon berichten. Das heißt, im morgigen Vlog wird es spannend, weil wir werden uns über den Pioneers of Change Ball, ist das glaube ich, was anschauen können zusammen. Okay, ich bin müde. Ich werde bald schlafen gehen, davor noch den Vlog schneiden. Ich hoffe, euch geht's gut. Morgen sehen wir uns wieder.